Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen ZUSI-3-Folge. Wieder mal hier auf dem Kanal. Und zwar handelt es sich heute um ein Beta-Update hier von ZUSI-3. Wir sind nämlich heute auf der VDE8 unterwegs. Das Ganze ist das, wartet, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8, Abkürzung VDE8, ist das größte Schienenverkehrsprojekt der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Es umfasst den Neu- und Ausbau von Eisenbahnstrecken bzw. Streckenabschnitten mit einer Gesamtlänge von 515 Kilometer zwischen Nürnberg, Erfurt, Halle, Saale, Leipzig und Berlin. Ja, Leute, das könnt ihr euch jetzt ab sofort in ZUSI runterladen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ist ein bisschen anders, die Installation. Ihr müsst nämlich das Ganze über einen Beta-Client runterladen, also nicht Client runterladen, sondern ihr ladet das Ganze halt komplett in ZUSI runter, müsst aber halt die Funktion aktivieren, dass ihr Betas runterladen wollt und dass ihr euch erstmal alle Dateien anzeigen lassen müsst. Wählt da die Beta ETCS aus, ja, der lädt die runter, 58 MB und diese müsst ihr dann manuell installieren und schon könnt ihr diese Karte hier wunderbar fahren. Was das Ganze bedeutet und wieso, weshalb, warum, das zeige ich euch heute in der Folge. Ich würde mal sagen, wir springen jetzt erstmal vor und lassen uns jetzt erstmal überraschen, was jetzt passiert. Deswegen Zeitsprung und warten jetzt erstmal, bis wir in... Da sind wir nämlich schon. Tada! So sieht's aus. Das heißt, wir können jetzt fahren. So. Dann machen wir schon mal die AFB hier rein. So. Und ihr seht schon, ne? Worum es heute geht. So, und gib ihm. Volle Last. Heute sind wir schnell unterwegs. Ja, das ist der ICE. Ich glaube, 4 ist das. Die Baureihe 403 haben wir hier heute. Seht ihr ja anhand des Thumbnails. Ich hoffe, der hat das Bild auch gespeichert. Das wäre natürlich wundervoll. Notfalls werden wir uns jetzt gleich nochmal ihn anschauen. Das kriegen wir hin, glaube ich. Hier nochmal ein paar Mal sie verdrücke, dann sollte das passen. So, wenn ich das Ganze jetzt hier... Ne, da sehen wir ihn. Das ist, wie gesagt, heute unser Lok. So, wechseln wir mal wieder zurück in unsere Standardsicht und heizen jetzt mal hier ein bisschen auf einer Schnellstrecke. Die Besonderheit auf dieser Strecke ist, dass wir nicht ein einzelnes Signal haben. Jetzt am Anfang. Später kommen natürlich welche, aber jetzt am Anfang Richtung Erfurt haben wir jetzt, wir starten hier Teuern, glaube ich, war das, Teuern, genau. Und fahren jetzt nach Erfurt, das ist das Streckenstück, was hier vorhanden ist in ZUSI 3. Ja, werden wir nicht ein einzelnes Signal sehen. Werden die mit Höchstgeschwindigkeit hier lang brettern wie die Kaputten und unseren Spaß dabei haben. Was natürlich auch noch schön ist und neu ist, sind natürlich diese Funktionen, dass wir jetzt hier zum Beispiel die Displays auch benutzen können. Ja, das ist zum Beispiel jetzt in der Beta-Version auch mit neu dazugekommen. Also ich finde das schon eine ziemlich coole Sache. Ne? Wenn wir uns hier alles anzeigen lassen, was wir wollen, genauso wie jetzt hier im mittleren, da können wir uns zum Beispiel die Zugdaten ETCS anschauen, welche Zuglänge wir haben, Bremsart, Bremsverhalten, VMAX 300, Zugnummer. Also das können wir uns hier alles zum Beispiel anzeigen lassen. Wir können hier Störungen melden, jetzt zukünftig und alles was, das kommt alles wie gesagt mit dem Beta-Update. Wenn wir jetzt die Pfeiltaste nach oben drücken, ja, werden uns hier nur die Symbole angezeigt, also nur die Monitore angezeigt, das ist auch ziemlich cool. Ja, wenn man jetzt das Cockpit zum Beispiel nicht braucht, sieht man natürlich alles so richtig schön schnell auf den ersten Blick hier. Ne? Schaltzustand, wenn wir jetzt hier aufdrücken, sollte er uns den Schaltzustand, Bremsprobe, ja, wenn wir hier drüben zum Beispiel Oberstrom schalten, abfertigen, unser System zum Beispiel, können wir das Stromsystem umschalten, Zugkonfiguration anzeigen lassen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die zweite Taste 2 nochmal drücken, haut halt nicht immer gleich beim ersten Mal hin. Manchmal funktioniert es auch einfach gar nicht. So. Ja, wie gesagt, das könnt ihr euch jetzt alles anzeigen lassen. Ich habe davon leider jetzt noch weniger Ahnung als so schon. Ja. Mich überfordert der ZUSI allgemein schon.
im Großen und Ganzen. Ne? Deswegen, also mich jetzt damit auch mit den ganzen Monitoren jetzt zum Beispiel auch auseinanderzusetzen, ist ja Wahnsinn, ist das. Ja? Aber ihr seht halt, dass Susi halt immer mehr in Realismus steckt. Susi will immer realistischer werden. Und das ist nämlich der Vorteil an Susi 3. Das ist der Vorteil an Susi allgemein. Ja, das war ja auch schon bei Susi 2 gewesen, ja, dass Susi 2 ja, obwohl es halt so absolut altbacken aussah, trotzdem eine Technik hatte, die der Train Simulator von Dufter Games heute teilweise noch nicht hat. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der mich heute jetzt an zum Beispiel den Train Simulator von Dufter Games nervt. Einfach das, dass ich eine Strecke mir wähle, ja, mir eine Lok aussuche und das Ding dann fahren will und dann merke ich, toll, die hat gar keine PCB oder SIFA auch nicht. Ja, also SIFA ist nur das Einfachste, was man ja hätte integrieren können. Aber nichts, beiden nicht. Ja. AFB, was ist AFB laut Dufter Games? Ja? Also je älter die Add-ons natürlich dementsprechend werden, desto weniger realistischer sind sie dann halt, weil du dann halt wirklich nur noch nach Signale fährst, kommt ein rotes Signal, ja, bist du schnell, ja, das ist ja klar, ne, das ist zwangsläufig, aber sonst, so Zugfahrsicherheitssysteme hast du da eigentlich so gut wie gar nicht drin. In den alten, in den modernen natürlich schon, ja, in die Add-ons, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren wahrscheinlich rausgekommen sind, da schon eher, ja, aber alles, was davor war, alles, was wahrscheinlich vor 2016 oder sowas war, also, da hat der Trendsimulator noch nicht mal dran gedacht gehabt. Nun gut, das ist ja jetzt bei Susi halt dementsprechend nicht so. Hier habt ihr alle Strecken, alle Loks, die ihr fahren könnt, ja. Egal welchen Triebwagen ihr hier nehmt, ihr habt überall das volle Fahrsicherheitssystem mit enthalten. Das ist alles einfach mit dabei. Da ist egal, was ihr für eine Strecke fahrt. Das ist egal, was ihr für eine Lok oder sowas fahrt. Das spielt keine Rolle. Es ist halt einfach überall alles dabei. Jetzt kommt ja nun am 18. Juni, hatte ich ja eine News gesagt gehabt, Susi für den PC. Klar, für den PC schon, ja, aber jetzt auf Steam und natürlich auf Aerosoft, ne, da könnt ihr euch das gerade kaufen. Und da habe ich jetzt schon die ein oder anderen Stimmen gehört, die gesagt haben, 60 Euro ist viel zu teuer. Im ersten Augenblick sage ich, stimmt das. Im ersten Augenblick stimmt das, 60 Euro ist, klingt auf jeden Fall ziemlich viel. Aber das, was da drin steckt, ja, darauf kommt es doch an. Das ist nicht so, dass ihr die 60 Euro ausgebt und dann habt ihr ein, zwei Strecken. Alles, was zurzeit in Susi kommt, das ist alles kostenlos. Ich bezahle nicht einen Cent extra. Ich habe jetzt hier für diese Strecke nicht einen Cent bezahlt. Ich bezahle für die Strecke Köln-Düsseldorf nicht einen einzelnen Cent. Das kommt alles umsonst. Das ist halt alles in diesen 60 Euro integriert. Alle Strecken, alle Loks, die wir hier haben. Und wenn ihr mal guckt auf der offiziellen Homepage, wie viele Loks ihr hier drin habt, ja, dann ist das eigentlich ein riesen Umfang. Überlegt doch mal, was kostet der Train Simulator heute mit den ganzen DLCs, die ihr zum Beispiel gekauft habt. Am ersten Schein, 30 Euro klingt nicht viel für den Train Simulator, keine Frage. Aber du hast da mal einen Lok gekauft, hast vielleicht da mal eine Strecke gekauft, vielleicht hier noch eine Lok und schon bist du bei 70 Euro. Da meckert doch auch keiner. Hier, wie gesagt, bei Susi ist es dann halt dementsprechend so, dass du halt alles halt drin hast. Du hast halt alles drin. Das ist alles inklusive für diese 60 Euro. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt noch nicht die Steam-Version kauft, sondern eventuell noch die Aerosoft-Version kauft, habt ihr da sogar noch einen fetten Schinken drin, ja, was euch das ganze, die ganze Simulation noch näher bringt. Ja, dann könnt ihr wahrscheinlich hier noch mehrfach simpeln, als jetzt schon, jetzt überhaupt nicht so. Weißt du, was ich meine? Weswegen ich am Überlegen bin, ob ich mir nicht eigentlich diese Aerosoft Edition kaufen müsste wegen dem Buch. Ja? Ja, natürlich cool. Jetzt kommt der eine oder andere, ihr könnt sie dir runterladen. Ja, natürlich könnt ihr mir das runterladen, aber das ist doch viel cooler, wenn es dann dabei ist. 147. Haben wir jetzt gerade 147, 758. Oh, das könnte man schaffen. Ja, also das ist halt, da kann ich dann diese Stimmen dann nicht mehr verstehen. Ich gebe zu, dass der Train Simulator von Dufter Games besser aussieht, hübscher aussieht. Ne? Das kann Dufter Games, das ist keine Frage, ne? Dass es besser und hübscher aussieht. Aber da müsst ihr natürlich abwägen, was ist euch wichtiger. Ist euch eher die Simulation wichtig oder ist euch das eher von der Grafik her wichtig? Ja, wenn es von der Simulation her ist, ganz klar Susi. Susi. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Werbung für Susi mache, weil ich eigentlich ich bin halt auch, ne, Train Simulator, keine Frage. Ich werde auch den Train Simulator heute immer noch spielen. Das ist auch nicht, ja, dass ich jetzt sage, nur noch Susi oder sowas.
Transformator läuft heute auch noch. Aber wenn ich mir schon allein die Performance von Susi angucke, das ist Wahnsinn. Es läuft so großartig, kein Ruckler. Ja, es läuft perfekt. Und schön mal hier mit 300 die Langheits, das ist auch mal was Geiles, ja. Das ist, fühlt sich schon mega gut an. So. Boah, ich kann es nicht mehr lesen. 156. So. Klingt gut in der Zeit. Das gefällt mir schon mal. Ziffer bestätigen. Okay, jetzt funktioniert das. Das wollte nämlich gerade nämlich nicht funktionieren. Wieder denke ich aufgehört. Ich muss da auch ein Video von hochladen. Weltuntergang in Berlin. Ey, das war einfach. Es hat ja nur geknallt. Es hat nur geknallt. Das war wie Silvester hier. Der Himmel war so hell. Ja, dann könnt ihr ja, wie gesagt, auch noch den Schwierigkeitsgrad ja hier einstellen. Ne? Ich spiele jetzt halt immer noch auf dem einfachen Modus, ohne irgendwelche Störungen oder sowas. Weil das ist halt das, was halt schwieriger macht, wenn du dann auch noch irgendwelche Störungen zum Beispiel hast. Aber da ich jetzt keine Lokführerausbildung machen möchte, ist das für mich jetzt dann schon viel zu viel. Denn ich weiß ja gar nicht, was ich machen muss. Ne? Aber da muss man sich wirklich länger mit Susi beschäftigen, damit das irgendwie alles sitzt. Das ist halt so. Halt wirklich wie Omsi, ja. Omsi ist halt der das Nonplusultra, was an Bussimulation angeht. Ja, und das genau das gleiche ist hier in Susi. Wie gesagt, der Transimulator, der ist auch sehr gut, ja, wenn es wirklich moderne Strecken sind, die jetzt dieses letztes Jahr erschienen sind, ja. Aber da hast du dann meistens schon wieder mit der Performance zu kämpfen oder alles sowas halt, ne? Und dann musst du halt wirklich für alles immer extra zahlen. Das ist natürlich auch immer Schitte. Und das ist alles bei Susi halt nicht, ja. Wie gesagt, ich muss da auch noch ein Dankeschön ausrichten. Ne? Ich würde das Ganze jetzt empfohlen, hier VDE mir mal anzuschauen, hier aus dem Discord. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Hätte er mir das nicht gesagt gehabt, wäre ich halt nicht dazu gekommen, mir das hier heute anzuschauen. Ne? Und das euch zu zeigen halt. Ihr seht, ne? Wir haben nicht ein einziges Signal hier auf der Strecke. Aber das ist die Zukunft. Keine Signale mehr, das wäre traumhaft. 170. Ja, die Siva. Ja, wenn ihr natürlich denn diese Edition dann kauft durch Microsoft, könnt ihr das euch auch runterladen. Ne, also, nachträglich geht immer. Wenn es vielleicht denn jetzt noch Beta ist, dann geht es dann vielleicht denn, wechselt das Ganze dann vielleicht, dass dann das Ganze dann halt von der Beta verschwindet und das dann halt Dings richtig eingebaut wird schon. So, wir nähern uns unserem Ziel. So,
gelb ist die Bremskurve. Ja, wir müssen unter der Bremskurve bleiben, sonst kriegen wir die Zwangsbremsung. Das ist Ganze jetzt aber noch mit der AFB steuern, wo ich gar nichts machen muss. Faule Sau. Ja, natürlich. So, wir erreichen unseren Bahnhof bei Kilometerstand 191,1. Schön, schön, schön. So macht Susi Spaß. 8.09 soll übrigens ankommen in Erfurt. Da bin ich ja mal gespannt. Bremst. Wir noch ein Stück länger fahren können. Aber ey, jetzt kommt es ja schon. Sie fahren. Ja, ja, das ist die Fahrt. So, was habe ich gesagt? 191,1. Und da erreichen wir den Erfurt. Bisschen vorsichtig reingefahren hier.
Sie fahren. Hätte natürlich jetzt deutlich schneller hier fahren können. Naja, das räumen wir hier leider ein bisschen zu langsam rein. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Kostbare Zeit ist verschenkt. Für ein Türsystem übrigens. Das ist ein SST, okay. So, Ergebnis 55,5%, Verspätung eine Minute, dadurch, dass wir natürlich zu früh gebremst haben. Aber das war's schon von der Folge hier heute von Zusi. Ich hoffe trotzdem, auch wenn ich hier keinen mit Fachjargon hier prahlen kann oder sowas, ich hoffe natürlich, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. Also das ist, wie gesagt, das neue VDE 8 Stück, was jetzt neu in Zusi dazugekommen ist. Und hoffe natürlich, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn ja, Leute, dann lasst mir doch ein Like da. Freue ich mich drüber. Und ja, mal gucken. Wir werden das Ganze nochmal jetzt zurückfahren in eine andere Richtung und das Ganze mal mit einem anderen ICE. Mal gucken, wie euch das gefällt. Und dann könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Also ich fand das jetzt gerade schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Und ganz ehrlich, mit 300 km/h durch die Walachei ballern. Das hat schon was. Das hat schon was. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.